Wunderschön, meine Freunde. Und willkommen bei Max Beach Shop. Oh, Junge, Junge. Der Tag ist schon angefangen, mein Arbeitstag. Wir haben heute Freitag, 10.16 Uhr. Ich bin schon wieder am Tüdeln und Machen und Tun. Und ich schaue schon genauso wie gestern. Da habe ich Gordon schon gefragt, ob er ihn nachher aussaugen kann für mich. Wir machen das auch selber nachher noch. Kommt drauf an, wie die Zeit ist. Weil ich habe schon wieder ein bisschen Tüdelkram, weil ich muss mich ein bisschen im Autohandel Richtungs Geeiere beschäftigen. Ich habe gestern noch meinen Opel Monster verkauft. Der ist weg. Der steht nicht mehr im Außenlager. Der steht jetzt aber in den Hafenschraubern. Den kann man auch so bald auch wieder sehen, denke ich. Hier, den habe ich gerade gekauft. Ein Polo. 1,2 ist das, glaube ich. 1,2er. Das ist halt hier 9N1. Also 9N. 3 Zylinder. 180 gelaufen. Mit guten Winterreifen drauf. Naja, gut, aber beim Polo kannst du den Winterreifen auch Ewigkeiten runterfahren, weil die Karre wiegt ja nichts. Das ist schon okay. Neue TÜV. Hier. Leider hier mal irgendwo gegen. Frag mich nicht, warum der Herr kaputt ist. Aber sonst ein schönes Auto. Läuft gut, bremst gut. Kann man nicht meckern. Ja, das ist aktuell so ein bisschen das Ding, was wir gekriegt haben jetzt. Neuester Autohandelsfried. Naja, gut. Dann haben wir den Fiesta hinten noch stehen. Den auch noch da. Den Fiesta müssen wir ein bisschen aufmöbeln noch. Weil ich glaube, der Thermoschalter kaputt ist vom Standlüfter, weil er auf die Nase gekriegt hat. Den müssen wir so machen, dass er für einen günstigen Kurs auch voll fahrbereit rausgeht. Nicht für so eine halbe Kasper-Scheiße, das Mist. Ja, und der da, den müssen wir einmal aussaugen gleich. Und einmal ein bisschen überwischen. Und dann kann er alles schon verkaufen. Ölwechsel, alles frisch. Schönes Auto. Kommen Kollegen von mir. Ich kenne den Wagen deswegen. Und mache mir da auch keine großen Gedanken. Ich habe bisher noch nie von ihm Scheiße gekauft. Und wenn ich mal Scheiße gehabt habe, dann ist es halt Scheiße gewesen, sag ich mal, dann haben wir es irgendwie geklärt, das geht. Nur eben dazu, also so eine gerade Nummer halt. Wenn man die Jungs so kennt, läuft das. Naja, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt mit unserem schönen Wartburg hier, so für den Tageseinklang, mit ein bisschen Pfand zusammen, die sind hier mit den ganzen Flaschen, die müssen wir mit unseren Tieren gleich, müssen wir uns aufmachen nach Wiesmoor. Und Wiesmoor ist nämlich Kaufhaus Berns, und dann kaufe ich immer unsere Getränke fürs Museum, weil besonderes Museum. Morgen habe ich eine Familienunternehmung geplant, heute habe ich halben Tag, weil ich zu meiner Mutter muss. Üblicher hier, meine Mama besuchen einen Tag, sage ich mal, alle zwei Wochen. Das hat sich jetzt halt nur aufeinander gelegt. Normalerweise habe ich es immer so gelegt, dass es dann halt so nicht ist, aber da wir zwei Öffnungstage haben, und wir zwei Wochen nacheinander, um in den alten Trott reinzukommen, habe ich mich entschieden, ja, dann müssen wir das heute diesmal mal so ziehen. Das ist ein bisschen stressiger. Aber ich will das jetzt auch schon erledigt haben. Gordon hat unseren Polo, unseren Firmenpolo, jetzt fast fertig. Der sieht aus wie neu, will ich nicht sagen, aber ja, gut, der hat ganz schön zugenommen im Zustand. Hat er echt geil hingekriegt. Man wirklich das mit Sprühdose ein bisschen nachgeduscht. Hier so ein Rotton, der gar nicht genau der Rotton ist. Aber scheißegal, das passt irgendwie trotzdem. Ich glaube, so ein Feuerrot oder sowas. Ja, momentan ist es ein bisschen, den Eigenfuhrpark wieder ins Laufen zu kriegen. Das fuckt ab, wenn du 1000 Autos hast und deine Karren laufen nicht, Alter. Könnt ihr mir das? Wie viele Autos habe ich? Keine Ahnung. 100 oder so? Gar nicht mehr. 80? Davon eigen sind locker 50, weißt du? Ich fahre meistens mit dem rum, obwohl der ja gut ist. Ich war von dem gerne. Aber ich will halt ein bisschen mehr davon fahren können. Und naja, der Autohandel ist voll am Glühen, also wenn es um Autos geht. Verkaufen noch nicht so. Aber ich habe viele Anfragen, das kommt schon noch. Der Passat ist ja gefragt, der Silberne da vorne. Muss ich sagen, ich habe natürlich einen sehr fairen Preis reingeschmissen. Für den habe ich eventuell so eine Arbeitsamtgeschichte, da muss ich dann noch ein Angebot rausschicken. Das heißt, da wird er eventuell gesponsert vom Jobcenter für den Käufer. Das wird ganz gut, weil die zahlen auch mal ziemlich direkt und es läuft eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und sonst Hyundai. Hatte ich einen Kunden für da gehabt, der wollte nicht haben, weil er abgeranzt war. Das will man auch gar nicht mal anzweifeln, abgeranzt kann er. Da ein Kratzer, da ist er mal hängen geblieben. Ein paar Brandlöcher an der Sitze hat er und Softlack-Probleme. Sonst ist er eigentlich noch ganz schön. Also er hat gesagt, nee, das will ich nicht haben. Ich habe mir mit 2 Jahren TÜV angeboten, wollte er auch nicht haben. Dann kann ich ihm leider nicht helfen. Der Benz wird interessant, wer den kauft, weil der ist echt ganz gut. Naja, hilft alles nichts. Haben wir 2 Kisten, ne? Alter, letzter Museumstag war echt nicht viel los, muss ich wirklich sagen. Das war echt eine ganz schön ruhige Nummer. Wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt nur 2 Kisten hier reinschmeiße und normal irgendwie 5 oder 6 Kisten mit, so im Vergleich, ist schon ziemlich traurig. Hier sind auch keine Kisten mehr? Nö. Tatsächlich.
hoffentlich läuft es diesmal. Also gar nicht mal unbedingt jetzt in meiner Willen, weil ich habe extra, einen Grillimbiss bestellt, weil hier Kelly und unsere normale Wurstkern kann aktuell nicht. Die haben halt hier nur dieses Wochenende nur Probleme von der Zeit her. Die haben auch ein Leben, ne? Die können auch nicht immer hier in der Wurstbude stehen. Und da habe ich unseren Friedeburger Grillimbiss gefragt, ob der kommt und sie hier hinstellt. Und ich will mich nicht unbedingt vor dem blamieren, weil die schlagen sich den Sonntag für mich immer Ohren dann. Weißt du, ne, wie gesagt. Und da hätte ich natürlich auch ganz gern, dass da ein, zwei Leute sind, die da halt ein bisschen rumgrillen im Bissen. Scheiße, ich suche was. Ich habe so eine Ladestation für meine Kamera-Akkus. Habe ich zwei von. Eine ist scheiße, die andere ist gut. Und aktuell ist die scheiße ist, hat die Nase vorn. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Aber Robot, boah, na guck mal, wenn ihr so guckt. Es steht hier nur eine Halle rum. Solaranlage zieht so ein bisschen Strom zum Glück. Und zeigt auch so eine 12 Volt an. Voll zufrieden. Ich musste die Playstation bald mal austauschen gegen die Grüne aus dem Fanpaket von Antonio. Und die sind echt ganz geil. Und die ist auch eine Slim. Die Slim braucht weniger Strom als die große. Oh, Licht aus. Warte. So. Gut, genug getütelt. Lass nach Wismo fahren. Wir müssen übrigens auch in Wismo noch eine Batterie kaufen. Das heißt, es wird ein ziemlich teurer Ausflug nach Wismo. Weil Batterie ist so ein Thema beim Senator. Der hat nämlich jetzt einen neuen Keilriemen, den schmeißt Gordon nachher drauf. Das heißt, wir haben eventuell den Senator wieder fahrbereit. Nach 2 Monaten oder so in der Ecke stehen, was eigentlich ein Jammer ist. Deswegen. Privat haben wir auch genug Probleme. Also unser kleiner neuer Kater, habt ihr das Video im Robo gesehen, wo ich den Robo für Michi geholt habe, dass wir einen neuen Kater haben. Und hier ist das so ein kleiner halt. 6 Wochen alt, hat sich sehr gut eingelebt. Scheiß ins Katzenklo, alles wunderbar. Aber jetzt hat der Bruder Probleme. Wer kennt ihn nicht? Meinen schwarzen Scottish Fold Kater, der hat Gelenkschmerzen, Hardcore. Haben die Dinger eigentlich immer. Also es ist so ein Problem bei der Scottish Fold, bei der hier die Dinger, sagt er. Das Scottish Fold ist ein Gelenkproblem, haben die ganz oft. Aber der hat ein Gelenk, was eh scheiße ist, das wussten wir schon. Aber die wollten ja auch schon mal einschläfern deswegen. Aber der hat ja keine Schmerzen gehabt. Haben wir einfach so laufen lassen. Passte. Jetzt macht die andere Foto Probleme. Der Mustino hat immer zum Tierarzt hin und ich habe so ein bisschen Sorge tatsächlich, dass hier der nicht mehr zurückkommt. Das wäre richtig scheiße. Aber eigentlich, ich habe nur Sorge tatsächlich, weil wir haben gestern einmal einen tierärztlichen Notdienst, übrigens so in Klammern, so gesagt zu euch, 173 Euro für 3 Minuten Arzt, aber gut, besser als wenn es das nicht geben würde. Der hat gesagt, dass das wahrscheinlich kein Gelenk ist. Hoffentlich. Weil sonst haben wir so ein Problem. Die wollten schon das Bein amputieren von dem Kater, Alter. Überlegt mal, 3-Bein-Katze. Aber das ist jetzt aber ein anderes Bein jetzt. Dann haben wir eine 2-Bein-Katze. Das wird nicht mehr funktionieren. Mit 3 Beinen kommt ein Kater klar. Mit 2 Beinen glaube ich nicht. Deswegen, aktuell scheiße. Also, das ist eine Sache, die uns privat momentan sehr belastet. Aber wegen der Zeitblase jetzt, die wir jetzt so haben, denke ich mal, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt des Videos mehr sagen. Aber wir haben ihn lieb, den Bruder. Ich glaube auch nicht, dass er geht oder irgendwann oder daran irgendwie. Aber das kann auch ein Problem werden. Ist halt so eine Rassekatze, ne? Und die sind halt scheiße. Naja gut, heißt Rassekatze. Wir haben den mal für den Zwanni mal irgendwo in Wilhelmshaven gekauft. Also so rein rassig war er da auch nicht. Aber also so eine Edelzucht ist er auch nicht. Aber ist halt der Bruder, ne? Hoffentlich geht das gut. Da bin ich ganz hart in Gedanken bei ihm. Der müsste jetzt eigentlich parallel, wo wir jetzt hier sind, müsste der jetzt eigentlich gleich hier beim Ding sein. Beim Tierarzt sein. Mal gucken, was sich entwickelt. Dann seht ihr, es ist nicht alles einfach. Naja, komm, Getränke holen. Auf geht's. Aber einer muss halt leider arbeiten. Ich war auch gerne zu Hause tatsächlich. Aber das ist so eine Sache, die. Na, der Laden muss halt laufen. Wenn er noch ein Auto ankauft, muss ich halt da sein. So, hab mal Getränkevariation ein bisschen gemischt. Ein bisschen Cola Zero zugeschmissen. Weil erstens habe ich einen Tipp gekriegt, viele trinken auch lieber Zero, weißt du, wegen Zucker und so ein Scheiß. Obwohl ich gar nicht mal so Fan bin von dem Zeug tatsächlich. Ich glaube, das macht so einen dicken Unterschied, macht das gar nicht. Aber, naja, der Kunde ist König. Zack. Nicht zu knallen. Seht ihr, wer zugeknallt hätte? Wo will der denn hin? Zugeknallt hätte ich jetzt keine Heckscheibe mehr. Übrigens der Grund, warum hier Volvo zum Beispiel eine gerade Heckklappe hat, weil du so einen Scheiß dann nicht hast. Und bei neuen Autos, der denkt natürlich null nach, die ganzen hier Autohersteller.
Also vielleicht wegen CW-Wert gut, aber vielleicht wahrscheinlich nicht gut für die ganze andere Geschichte. Erstmal eine Batterie besorgen. Für den Senator, dann bin ich wieder zufrieden. Dann kann ich wieder zurück in die Gurkenhalle fahren und bin schon mal ganz glücklich. Dann kann der ganze Kram nachher zusammengetüdelt werden. Und dann können wir mal schauen, dass wir irgendwie den hier Polo an die Straße kriegen. Weil der muss auch ins Netz. Weil das ist auch nicht lange da, das Auto. Einziger Nachteil ist halt ein Dreitürer. Das macht ein bisschen uncooler, aber sonst passt das. Hier, der Polo hat sich jetzt auch verändert. Ich habe hier unsere Batterie schon mitgebracht, ne? Hast du gesehen? Ja. Haben wir Werkbank gestellt. Alter, kein Rost mehr und Smorfalken drauf. Müssen wir mal die Tage mal irgendwo hinfahren, die eintragen lassen. Aber die machen, fahren die Renault-Deckel, feier ich. Und so kann der Polo wieder laufen. Würde ich mal spontan behaupten. Da ist Pfand drin. Ja, auf Tina halt. Oh, super. Hat drin gelagert. Eigentlich können wir es da drin lassen, ne? Bringen wir einfach weg. Viel einfacher. Rausholen wir ja Quatsch. Oh, Spontankunde für den Passat. Mal gucken, haben wir ja Glück. Mal Schlüssel holen und die Kiste mal eben zeigen. Da war der Riecher und die Schnelligkeit ganz gut, weil verkauft der Passat tatsächlich. Hat den Besitzer jetzt gewechselt. Wird am Montag abgeholt. Kaufvertrag hast du unterschrieben. Angezeigt wurde er auch. Also alles super. Das heißt, wir fahren den erstmal nach hinten jetzt, weil der ist ja weg. Weil die Taktik dahinter ist, danach können wir nämlich den anderen Polo holen, den wir hinten stehen haben, den Zweitürer. Und dann kann der später wieder an den Platz von dem Passat. Und schon haben wir vorne keine Lücke. Läuft. Und nächste Woche kommt Fiete dran. Fiete nicht hier, Pikachu dran. Der Trabi von Ingo, der Alte. Und dann geht der los auf Tour. Das wird ganz entspannt, glaube ich. So, der eben müssen wir auf dem Hof hinten drauf. Das war auch ganz korrekt, der Käufer da, oder der hat den Sohn gekauft. Oder Sohn hat sich selber, weiß ich auch nicht genau. Voll egal. Auf jeden Fall wirklich korrekt. Kannte die Autos, hat den grob angeguckt, eine Probefahrt gemacht, aber auch nur, weil ich ihn dir aufgedrängt hatte. Den wollte er eigentlich gar nicht machen zuerst. Ich sag, nee, mach mal, fahr mal eine Runde mit dem Ding, Alter. Kauf kein Auto, weil du nicht gefahren hast. Und naja, und dann hat sich das Ding gezogen. Ne? Sah ganz glücklich mit aus. Auch mal ganz ehrlich gesagt, der ist auch ziemlich gut, der Passat. Kann man echt nicht meckern. Gutes Auto. Übrigens, hier. Der hier ist auch verkauft. Den hat der aus der Community gezogen, hat den blind schon mal bezahlt und hier holt ihn am Museumstag ab. Das heißt, dann haben wir den auch weg und fährt über 500 Kilometer für das Auto. Also scheinbar da schon eher einen Golf 4 Cabrio gesucht für einen Gurkenkurs. Naja gut, 500 Euro würde ich dafür haben, ne? So wie er halt da steht. Das habe ich selber auch bezahlt, das ist mir eine Nullnummer. Also eigentlich habe ich miese gemacht, mal ganz ehrlich. Ich habe transportiert, aber so ist das für mich. Halt, wie es gekommen ist, ist auch so wieder gegangen und fertig. Weil wenn ich einen Fehlkauf mache und den zu teuer inseriere, ist ja auch doof. Dann kann man lieber. Das Auto selber ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Das kann man relativ schnell wieder in Stand setzen. Nur halt für einen Autohändler lohnt sich es nicht. So, gut. Dann würde ich mal sagen, einmal muss man mal Gordon gucken und dann machen wir uns mal den Polo hier fertig. Den Kollegen, den hier. Der muss ein bisschen Liebe kriegen. Einmal wenigstens ganz grob und dann kann der ins Netz, weil der ist eigentlich ganz gepflegt. Der ist eigentlich, der ist gepflegt. Schön. So muss der Samstag ausklingen. Der Freitag ausklingen. Morgen ein bisschen Familienzeit, deswegen bereite ich schon so viel vor. Und dann hier ist Sonntag wieder Museum. Dann geht's hier wieder rund. Hat ihr zum neuen Design vom Polo? Ich finde, sieht ganz, ganz fresh aus, das Ding jetzt. Kann man schon hier gegenfahren. So vom Ding. Das stellen wir in die große Halle, dass er trocken steht. Und dann geht's weiter. Mit dem Senator. Mal gucken, was der so macht. Und parallel gehe ich am Polo bei, Polo hier an dem, auch am Polo bei, doch, an den neuen N bei, damit es mit denen auch weitergeht. Wir haben die Wassertonne aufgeleert. Hier tropft nämlich mal rein. So, weiter geht's, eine Woche hält's. So, auf geht's, Fiesta und Polo beim Zettel. Fährst du mir voll die geile Idee mit irgendwie. Das wird gut, dann bring deine Gurke mit Tag. Werden wir den komplett hier bewerben. Wollen wir mal waschen jetzt? Waschen heißt waschen hier. Ein bisschen auswischen und ein bisschen aussaugen und das ist gut. Der ist rein optisch gesehen eigentlich total gut, der Wagen. Da ist nicht viel dran. Und ein bisschen Staubsauger. Kofferraum ist sogar ziemlich sauber. Das sieht scheiße aus hier. Was ist das denn hier? Kennzeichenhalter. Den müssen wir mal abknipsen, vielleicht den Kollegen. Alter, selber ist gar nicht kaputt. Aber sonst, so von der Optik her, kann man nicht meckern. Er macht da einen ganz soliden Eindruck. Hat mir schon viel schlimmere Polos gehabt. Innenraum hat sich geinnenraumt. Tada! Mehr war es nicht.
Schön. Dann wollen wir nach vorne stellen, eben ein, zwei Fotos davon machen. Dann machen wir den Fiesta. Den speisen wir noch nicht ins Nest, den Fiesta. Ich glaube, dass der für den gurkigen Kurs am hier gurkigen Museumstag weggeht. Beziehungsweise am Bring deine Gurke mit Tag. Mission erledigt. Da steht er, der Polo. Ich hab's ein bisschen getüdelt jetzt, damit ich da auch noch reinstellen kann, eventuell vom Platz her. Die Baustellen werden langsam immer weniger, obwohl ich jetzt Mezzo-Mix nach oben mache. Egal, das kann man nach unten finden. So, ich schmeiß mal die Kiste ins Netz, den Polo. Den Fiesta, den lassen wir mal stehen für den Museumstag. Ich könnte mir sehr, sehr witzig vorstellen, dass sich den einer als hier als Spezialgurke zieht. Am besten doch jeden Tag kommt er mit dem Ding dann wieder, weißt du, jeden Museumstag dann. Ob er noch weiterlebt, weil das ist echter Gurkenfiesta. Das ist auch der, übrigens der Viskolüfter ist ja kaputt, der Standkühler löst er nicht aus, aber wenn du die Klimaanlage anmachst, geht der Klimalüfter an. So kannst du trotzdem Lüfter haben. Das ist total gurkig. Geil, es geht weiter. Eine urbane Gurkenlegende ist zurückgekehrt gerade. Also jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven tatsächlich. Sogar sehr positiv, muss ich so behaupten. Wer kennt den noch? Echt jetzt, wer kennt den noch? Der Mazda 5, das war der, den wir fertig gemacht haben und der am Ende so viel Öl gesoffen hat. Der fährt immer noch, sogar ziemlich viel tatsächlich. Und hier das einzig Doofe daran ist halt, sagt er, muss halt wirklich viel Öl nachkippen. Das tut er echt, Öl saufen, das kann er. Aber sonst läuft er. Also ungefähr so, wie ich da was gesagt habe. Sonst meint er aber gar keinen Ärger mit. Das läuft er einfach den Linksen. Ja, und sein Sohn braucht jetzt ein Auto. Und der ist jetzt hier und guckt sich jetzt gerade den Golf 5 an. Den 5er Golf, den mit R32 Auspuff. Machen wir mal sicherheitshalber die Karre hier zu, wa? Sieht mich gerade aus, wie es regnet. Also heute fahre ich ja, gibt zwei Varianten. Entweder fahre ich mit dem hier oder mit einem Senator. Also ich fahre mit einem 6er fahren heute. Aber das sind, halt, wenn du so ein Auto hast, was so schickimicki ist, weil es von der Optik her oder guten Zustand, dann willst du auch noch bei schönem Wetter damit fahren. Oh, eine Katastrophe. So, gut. So, jetzt mit dem Fiesta weiter. Mein witziger Verkaufsschild dafür fertig erstmal. Probefahrt hat er überzeugt, der Golf. Aber hier, ich muss noch ein bisschen was klären, bevor ich den Wagen kaufen kann. Aber das Auto gefällt ihm sonst. Siehst du, schon mal ein guter Anfang. Aber den Golf machen wir auch keine Gedanken. Das ist auch so eine Karre, der war, oh, riecht nach Klima. Ey, die Klima geht, glaube ich. Alter, ich schreibe in die Verkaufsanzeige rein, die Klimaanlage geht nicht. Und dann geht die Klimaanlage. Ich bin doch ein Dulli, ne? Junge, die kühlt wie Sau. Daran sieht man, wie will ich. Ehrlich, ich bin den Wagen das selber gefahren. Locker 40, 50 Kilometer bin ich den Wagen gefahren. Bin ich gemerkt. Bin auch ein Typ, echt. Dann erstmal die Anzeige ändern. Klimaanlage geht. Ich schreibe da groß rein, nur Klima geht nicht. Scheiße gelaufen. Und dann geht die einfach. So, da steht wieder in seiner Reihe. Also ich glaube, was er den nehmen würde. Also ich bin mir ganz sicher, dass er den nehmen würde. Wäre genauso eine Kiste. Also hab ich noch einen gesehen und er fühlt ihn auch voll. Mal schauen, bin sehr gespannt. Alles eng. Aber der Fuchs hat vor uns nervig. Guck mal, wenn er abschließt, kriegst du die Fahrradtür nicht zu. Die Fahrradtür muss mit der Hand abschließen. Siehst du? Na gut, mit der Hand kannst du auf und zu schließen. Aber Funkset V ist nur zum Flexen vor Lidl, wenn du das Ding zumachst. Also nach Gordon. Gordon weiß nicht mehr genau, wie der Keilriemen vom Senator gelegen hat. Sagt er. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Hat er diesen Serpentinenriemen, der geht ja richtig so durch den Motorraum. Aber erstmal nehme ich beim Golf die Klimaanlage raus. Übrigens, Polo 9N Anzeige eben vorgelesen. Morgen verkaufen wir diesen sparsamen Polo 9N mit der zuverlässigen 1,2 Liter Maschine mit 64 PS. Optisch ist der Wagen gepflegt und sieht innen und außen dem Alter entsprechend gut aus. Technisch gibt es keine offenen Baustellen und man kann so einsteigen und losfahren. Der Teller war doch vor ein paar Kilometern schon erledigt. Ölwechsel, ne? Ein bisschen Filter und so. Wer ein kleines zufälliges Auto mit 2 Jahren TÜV sucht, ist hier genau richtig. Easy Anzeige, ne? Hier Bildchen, zack, zack, Feuer frei. So muss das sein. Essen feiere ich die Gurke, wie die sich spiegelt hinten im Kofferraum von dem Auto. Heute läuft der Laden, beklappt. Ich habe noch einen Typen für den Polo, den ich gerade reingestellt habe, dass ich ihn angucken will. Mal gucken. Und hier findet ihr das. Sonderangebot, Ford Fiesta, Gurke, TÜV 9, 999 Euro. Den kannst du dir mal stellen mit Klatsch, 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 Klatsch. Die hängen wir jetzt mit Tesafilm in den Fiesta rein und stellen ihn nach vorne. Mal danke für die Karre, ne? Was man nicht mehr merkt. Ich will mal hoffen, dass der hier Fabian, den ich noch rübergegeben habe, dass der auch noch ein bisschen
Weil ich glaube, der bringt letztendlich, wenn er fertig gemacht ist, mehr als der Fiesta. Oh, ich mag den Fiesta, finde ihn witzig. Aber den kann man natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt, da will man ja auch keinen mit bescheißen. Ne? Ich stehe nicht an dem Platz, wo mein Wartburg gestanden hat. Genau vor das Tor. Ich feiere ihn irgendwie. Oh, guck mal, schmeißen wir ihn mal an. Gucken, wie er so klingt. Lieber Ford Köln ist das. Ich bin da flach an und läuft. Und er ist 157.000 gelaufen. Das ist auch noch okay für den Fiesta. Scheibenwischer gehen, naja, ne? Die passen gut zum Auto. Oh, nee, die kommen noch. Gar nicht mal so schlecht. Ich finde den witzig. Das ist doch das ultimative Auto für bringen eine Gurke mit Tag. Weil wenn das mit der Gurke nicht klappt, kein Problem. Die haben wir für euch. Die kann man bei uns auch erwerben. Bei der dunkelrote Gurkenfiesta passt gut zu den dunkelroten Gurkenbands. Geht die Funk-ZV? Nee, das kann auch nicht. Die geht, Alter. Dann müssen wir die Batterie rausnehmen. Passt gar nicht zum Auto. Hier, guck. Sonderangebot Ford Fiesta Gurke. Ich feier ihn. So läuft das hier. Du meinst, um Keilriemen zu tauschen beim Keilrippenriemen zu tauschen, weil du dadurch wenig Arbeit. Dann ist tatsächlich Kühler ausbauen, Platz schaffen, 300.000 Sachen zerlegen. Das ist also eine Oberklasse Karre, ne? Ja. Ja, die Pappe unten ab, die Leitung von der Werbung, die Kühlleitung von ja, der Kühl stimmt. Ab. Hm? Oh, oh. Das muss ja alles runter raus. Und ich bin auch der Meinung, ohne Lüfter, ohne Kühler geht, also hast, ich weiß ja gar keinen Platz, da kommst du überhaupt nicht hin. Nee, da kommst du ganz schlecht ran, ne? Kommst du, kannst du auch gar nicht. Du kannst da, vielleicht kannst du da durchfummeln, aber. Ich hab mir das angeguckt und hab gehört, bis ich das da durchgefummelt habe. Ja, da ist ein Kühler aus, renn mal raus. Ja, ist echt so. Weil der eine, der geht ja auch ganz dicht hier. Weißt du, das kann man gar nicht sehen. Das aber an der einen Stelle geht der so ein Stück nur an sich selbst vorbei, der Riemen. Also da geht ja eine Seite so und da unter geht bei, er so. Beim Spanner oder wo? Ja, ist ja meistens beim Spanner. Ja, aber. Nee, da ist nur das ist kein Spanner. Mhm. Das ist glaube ich Kurbelwellenrad und die, so eine Führungsrolle ist das. Und ja. Da geht der nur, also ganz knapp. Wild, ey. Ist das Wasserpumpe? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, Wasserpumpe. Wasserpumpe nimmt ja nur so ein bisschen mit, ne? Die nimmt ja nur so mit der Rückseite so ein bisschen mit, so ganz so ein bisschen. Was. Das ist Wasserpumpe und Kurbelwellenrad. Da geht der so ein ach, ganz kleines Stück nur dran vorbei. Ganz. Ja, aber sonst ist er ja echt top, ne? Also wenn man den so anguckt von oben, glaubt man, der ist totaler Schrott. Aber der hat nichts. Das ist ein total gutes Auto. Hat nicht mal Anrostungen, hat er. Der Senator. Und noch zwei volle Cuts. Und von oben könnte man glauben, was ist das denn für eine Karre? Außer mit dem Radlauf da so. Ich feiere ihn. Ich bin überlegen, ob ich beim Museum was verändere tatsächlich. So vom Ding her, so wegen der Führung und so. Weil jetzt viele von meinen fahrenden Autos, die ich selber so fahre, wahrscheinlich, dass man die große Halle stellen will. Die muss nicht auf dem Hof stehen. Also mit dem Hof ist übrigens uneingeschränkt nutzbar für mich so. Ne? Außer die Ecke da hinten eigentlich nicht. Aber die ist halt momentan ein bisschen getüdelt. Aber zum Beispiel ihn hier, den stelle ich jetzt ja in die große Halle rein. Am Museum, das sieht man ja sonst eigentlich gar nicht. Der Polo steht ja auch hier, unser 86C. Das heißt, ich müsste mir eigentlich Flatterband besorgen und das hier um die Autos packen, dass das da keiner zwischenläuft. Weil das Problem ist ja einfach nur, einzige Problem hier ist ja die Fläche, die nicht mir gehört. Alles, was meine Fläche ist, könnt ihr ja rumlaufen, wie ihr wollt, so am Museumstag. Das ist so ein bisschen, was mich noch ein bisschen beschäftigt. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber sonst, mal gucken. Weil der muss immer jetzt hier stehen. Oder ich brauche ihn gleich nochmal, das weiß ich noch nicht. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als könnte ich vor einer Stunde, wenn ich los muss ungefähr, mit meinem Senator nach Hause fahren. So vom Klang her, so vom Arbeitsbild sieht das so aus. Oh Gott, kommt da ganz gut voran. Die Felgen, ein innere Notzeichen drauf. Die sollen wir nochmal ändern vielleicht, die Felgendeckel mal neu machen. Andere besorgen dafür. Aber sonst, Small-Felgen auf dem Twingo, auf dem Polo, im 14 Zoll, schockt. Hier. Auch ein geiles Auto, ne? Ich feier den, dass er so gurkig ist. Aber aktuell ist halt so viel Kram, da hat nicht Museumsstand hier drin. Guck mal, der Kackburg steht drin, der Ransburg steht jetzt hier drin, der Polo steht hier drin. Weil alles, das kann ja trocken stehen. Ist ja besser, als wenn das draußen steht, wisst ihr? Vor allem diesen scheiß Sommer, den wir haben, den man gar nicht Sommer nennen kann. Das ist ja eher ein Scheiß wie ein Sommer. Polo ist unterwegs auf Probefahrt. Cooler Typ, also auch ganz entspannt und hier, kennt uns auch aus YouTube und sowas. Und hat er gesessen zu Hause, hat dann gesehen, oh, Max lädt ein Polo hoch. Der ist doch was für mich. Und schon ging's los. Und jetzt ist er hier, jetzt hat er die Probe. Läuft.
Und ich glaube, der wird nicht enttäuschen. Obwohl ich sagen muss tatsächlich, was eigentlich von meiner Hinsicht ist, wir haben keine richtig große Probefahrt gemacht mit dem Auto. Ne? Also das heißt, es ist immer doof, wenn der Kunde die erste Fahrt damit macht. Aber ich weiß halt, wo der Wagen halt herkommt. Bisher war immer alles fair und deswegen läuft das. Aber auch weißt du, wie es ist. So, hab ich noch einen Lappen. Ich fange mal den MR2 ein bisschen in Staub fürs Museum. Weil es mega ranzig aussieht dann. Weil der hat jetzt ja auch so eine 150 Euro Leerlaufsteller-Scheiße, ist ja auf dem Weg zu uns. Das heißt, wenn wir die nächste Woche kriegen, können wir auch mit dem MR2 mal eine Runde reiten. Weil da habe ich auch voll Bock drauf. Weil habe ich übrigens den Plan, den in Grau umzulackieren oder sowas, gefallen. Ich will den jetzt rot lassen. Ich will nur die Nummer hier in rot nachlackieren. Und dann will ich mal probieren, ein H-Kennzeichen drauf zu machen. Dass er auch dauerhaft für eine 7er Zulassung kriegen kann bei mir. Dass man den wirklich fahren kann. Weil alles andere würde jetzt dann seine Zukunft verbauen von dem Wagen. Wenn du kein H kriegst, würde ich nie einen Mensch anmelden, weißt du? Deswegen wäre es sehr praktisch, das zu machen. Ja, Schauko soll ich rüber auf die Bühne, weil der ist für euch, so fürs Museum, als Eyecatcher, als Eierfänger. Ne, und dann mal gucken. Ich überlege, ob ich mit Gordon zusammen ein Projekt mache, dass wir halt jeder eine Seite schweißt. Also sagen, ich schweiße mit meinem Schweißgerät und er auf der anderen Seite mit seinem Schweißgerät. Und wir uns irgendwann in der Mitte treffen und die Kiste durchgeschweißt ist. Vom Prinzip her müsste der ja eigentlich in der Hälfte der Zeit dann fertig sein. Wäre cool. Dann kann man den in ein, zwei, zwei Tagen durchboxen. Aus der Buße bin ich. Junge, Junge, ey. Naja, egal. Der steht, ist umgedreht. Meine Benzinpumpe liegt auch drin. Da seht ihr die. Das ist Gordon zusammen, wenn ich weg bin nachher. Geh nochmal da ran, denke ich mal. Dass er nachher wieder läuft, der Wagen. Das ist der Plan. Bin ja gespannt, ob er den Polo nimmt. Aber ich glaube, das ist sein Auto. Also, so wie ich es gesehen habe. Er hat sich schon ganz schön gefühlt. Rekord, ne? Er hat drei Stunden hier gestanden, da war er weg. Verkauft. Es regnet übrigens. Seht ihr die Tropfen auf der Linse? Läuft. Und ich habe gerade ein bisschen Kaffee verschüttet, aber nur auf meinen Schoß, nicht in die Karre. Aber das nervt mich trotzdem. Herr Gordon, ich schwöre dir, der lief noch nie so gut, wie er jetzt läuft. Auch kein Segen mehr und so, weißt du, im Stand mehr, was er vorher gehabt hat. Hat er jetzt nicht mehr, hat er ja gehabt. Ja, wie in der Nebenluft. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wo er kalt war, hat er es gehabt. Ah, okay. Der lief auch nicht so gut. Ja. Da hast du, wenn du aus dem Leerlauf raus Gas gegeben hast. Ja. Ging er erst so ein bisschen, als wäre sie leicht verschluckt. Hat er gespuckt, ja, ja. Ja, ganz leicht, ne? Ja, ich tippe mal auf den Kaltlaufregler. Das ist eine scheiß Erfindung. Ich meine, der hat Euro 2 dadurch. Ist ganz gut, ne? Aber das ist ein total beschissenes Teil. Das ist also was sauer fürs Museum. Dann kann Holger seinen ganzen Kram wieder ausbreiten. Das passt. Den Müll kann ich morgen früh noch wegbringen, der hier vorne ist. Ja, ich glaube, alles soweit fertig. Kaffee hat Hilda schon gemacht. Porsche packe ich um an dem Tag, wenn es soweit ist. Ja, mal gucken, ne? Also das läuft ja eigentlich alles, kann man nicht beklagen. Ja, die Halle hat sich ja nicht groß verändert, ne? Aber die Nebenhallen, alter Schwede. Kann man sagen, was man will. Das ist ein eigenes Museum geworden. Die liegt daran, weil so viele Fahrzeuge von mir stehen, die halt so, ich sag mal, auch so Autos sind, die länger da sind. Bis die Woche mal im Durchrechnen, ob ich noch so ein Autos kriege, was wir noch tüdeln können. Vielleicht können wir wirklich auch nächste Woche den Schaukel noch zusammen schweißen. Benzinpumpe rein. Mal gucken, ob der läuft. Zahnriemen muss man bestellen dafür auf jeden Fall. Das ist ja alles kein Akt, das ist ja so ein einfaches Auto. Und ich dachte, die Bremsanlage und so, ich dachte, die braucht nur eine kleine Wartung und dann geht das schon wieder. Da wird nicht viel mit sein. Das ist ein bisschen wie bei ihm hier. Der hat ja auch nur einmal übergeputzt werden müssen und lief. Nur halt, er hat es deutlich besser ausgehalten als er, weil er stand ein bisschen beschissener. Guck mal, was wieder fährt. Neuer Keilriemen, neue Wasserpumpe. Mit ganz viel Liebe. Der hat aber eine richtig große Wartung gekriegt. Guck mal, vorne noch alles steht. So ein Autos. Die fahren den Fiesta am meisten, den Gurken-Fiesta. Ja, nächste Woche überlege ich tatsächlich, dass das Gordon, ob Gordon und ich so spontan den hier Scirocco durchziehen. Den Scirocco 1. Den so durchzudeln. Wir müssen heute den Scirocco 2 noch unser Teil wahrscheinlich machen, dass ein TÜV muss. Aber dass wir nächste Woche, weil ich habe momentan im Auto-Ankauf eigentlich nicht viel und dann nur gute Sachen. Wenn nicht viel ran schrauben müssen, dass wir uns zu zweit an den Schauko machen. Das ist so mein nächste Woche Plan. Dass wir ihn auf die Straße kriegen. Beziehungsweise den halt H-Kennzeichen fähig kriegen. Das war so meine Idee. Na, aber ob es hinkriegt, das weiß ich noch nicht. Egal. So, Freunde, ich fahre jetzt mit meinem Senator nach Hause, hol meine Kinder ab, fahr zu meiner Mutter. Wir sehen uns morgen wieder.
und lass uns nicht ärgern. Hab mir dieses Alltagsvideo gefallen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also war ein guter Tag, würde ich sagen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Munter!